und herzlich willkommen bei uns auf unserem Hochzeitskanal. Heute geht es um Kerzen. Ja, weil ein Kerzenmeer oder ein Meer aus Kerzen etwas ganz, ganz Wunderbares ist. Auch im Sommer muss man einfach ein bisschen aufpassen, wenn man in einem Raum feiert, dass man da nicht zu arg übertreibt. Hingegen ist es im Freien eine ganz andere Geschichte. In Italien brauchen wir sehr, sehr, sehr viele Kerzen, weil wir irgendwoher eine Lichtquelle brauchen. Aber was auf jeden Fall ganz, ganz wichtig ist und von doch einigen Brautpaaren ein Irrtum, wenn man denkt, dass man die Kerzen selber einkauft bei einem schwedischen Möbelhaus und dann irgendwelche oder sonst wo natürlich und man dann so Cheap Charlie Teelichter besorgt, die nach 4 Stunden oder was aus sind, weil sie können ja mal einfach zurückrechnen. Wir fangen um 7 an zu essen, wenn ihnen das recht ist, und das Fest dauert vielleicht bis morgens um 2. Und wer wechselt dann die Kerzen aus und beugt sich da zwischen den Gästen über die Tische und so weiter und so fort? Also ich würde mal sagen, eher nicht, sondern lassen Sie die Spezialisten auch die Kerzen besorgen, weil am Ende ist es günstiger, wenn Sie gleich von Anfang an die richtigen Kerzen einkaufen und nicht einfach die doppelte Menge brauchen, plus noch alle Gäste stören und ja, und Sie müssen noch jemanden finden, der es macht. Ich wünsche Ihnen einen, ja, was soll ich jetzt sagen, einen erleuchteten Werdegang in Ihrer Planung, dass Sie das alles so machen, dass am Ende wirklich ein perfekter Tag dabei rauskommt.